Ich habe im Internet gelesen, sagt mein Vater, die Arme vor der Brust verschränkt, dass du ein neues Buch schreibst. Er sitzt im Schreibtischstuhl, ein schwarzer Chefsessel aus Kunstleder. Ich besuche meine Eltern, liege auf dem Bett, auf der synthetischen Tagesdecke, auf dem Rücken, die Knie angewinkelt. Habe die Arme ebenfalls verschränkt unter dem Kopf. Zwischen uns versuchen Erwartungen, die Stille zwischen Frage und Antwort auszufüllen. Schwirren zischend. Was hast du wo gelesen? Ich wackle mit den Zehen, die Socken gestreift. Minuten ticken davon. Dass du ein neues Buch schreibst, dass du irgendwo aus dem neuen Buch gelesen hast. Weiß nicht mehr, wo genau ich das gelesen habe, aber generell weiß ich genau, dass ich es gelesen habe. Ich weiß auch nicht, wo du das gelesen hast. Wo, das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, schreibst du? Nein, ich schreibe nichts. Wann soll ich denn schreiben? Du siehst doch, wie mein Leben ist. Ich wackle mit allen Zehen. Mein Vater sieht nichts von meinem Leben.